Und damit herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, es ist aufgewertet, außer hier so die Seiten und die Gitterstäbe. Aber das ist nicht so schlimm. Ich lasse das auch erstmal. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das hier aufgewertet ist, alles. Und ich glaube, ich werde den Beton holen und werde das hier auch auf Beton aufwerten, so dass ich hier gar keine Schwierigkeiten bekommen, falls sie da drauf rumklopfen, wie so Bescheuerte. Es ist auch morgens. Ich habe hier schon mal wieder alles festgemacht. Und ich würde sagen, wir gehen zum Sammelpunkt und machen die Quest. Oh, da müssen wir auch noch mal gucken, dass wir unser Zuhause ein bisschen schön bekommen, weil es ist ja alles so provisorisch. Noch. Also es ist nicht schön ist, das wollen wir ja noch umbauen. Aber ich habe ja gesagt, vielleicht, wenn wir in eine andere Stadt kommen, vielleicht ziehen wir ja auch noch mal um. Das weiß man ja bei mir immer nicht so genau, ne? Das ist ja immer ein bisschen. Das ist ja immer ein bisschen. Ja. Freaky mit mir. Oder eine Wasserbase, da hätte ich halt immer noch mega Bock drauf. Aber das Wasser ist hier viel, viel zu weit weg. Deswegen, ja, müssen wir das nehmen, wie es ist. Ich hatte doch noch irgendwas markiert gehabt, oder? Ja, hier die Villa. Okay. Das sind auch nur Zweierquests. Also so weit sind wir auch noch gar nicht vorangekommen, ne? Ich habe mir in der Nacht tatsächlich das Bein gebrochen. Wie auch immer ich das geschafft habe, keine Ahnung. Wir sind auch nicht mehr gegen Radioaktivität geschützt. Wir müssten auf Klo gehen. Aber eventuell gibt es ja hier bei der Quest vom Händler eine Toilette. Oh, Gewächshaus, kommen wir da durch? Ja. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir das Gebäude kennen. Doch, das kennen wir, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob aus dieser Staffel. Weil ich glaube nämlich, wir kommen nämlich da hinten in dem Gebäude aus. Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon. Hier waren wir auf jeden Fall schon. So, Quest annehmen. Und jetzt nochmal hier Looty-Looty machen. Okay, das kennen wir schon. Können wir verkaufen. Ist sehr nice. Sind auch schon wieder verseucht. Hallo, bin da. Guten Tag. Hier kommt noch einer. Ui, keine Ausdauer. Sehr schön. Das ist immer so richtig schön, wenn man keine Ausdauer hat. Mann, 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 Mann. Oh, was zu essen, sehr nice. Ich habe ja Hoffnung, dass wir hier eine Toilette finden. Das wäre sehr cool. Denn wir brauchen eine Toilette. Das müssen wir immer wieder tauschen. Cobblestone muss mit. Und falls wir hier irgendwo Steine sehen, Steine müssen auf jeden Fall auch mit. Ich brauche Steine. Ich muss Zement herstellen, beziehungsweise Beton. Hier was Spannendes in der Tasche. Okay, keine Schweinchen. Ist auch besser so. Müssen wir runter, aber wir nehmen. Klar. Mit einer Schaufel Holz hacken. Okay. Wir nehmen das hier mit. Alles klar. Hier ist Wasser. Ist das das hier mit den Schlangen? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Fackeln bräuchten wir eigentlich auch, ne? Hier gibt es Nitrat raus, oder? Ja. Ist auch noch ein bisschen Wasser? Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube, das war. Ja, ich höre sie schon.
Da ist die Kleine. Nehmen wir mal mit, da kommt noch eine. Okay. Hallo? Hallo? Nein, nur ich darf dich schlagen. Du darfst mich nicht essen. Ja, viel kommt aus einer Schlange ja nicht raus. Was soll auch aus so einer Schlange rauskommen, ne? Ist das hier eigentlich? Gar nichts. Gar nichts. Sind wir von hier gekommen? Ne, von da sind wir gekommen. Okay. Dann gibt es ja hier nichts Spannendes mehr. Was müssen wir überhaupt machen? Vorräte aus Red River, okay. Hallo? Okay. Noch eine Schlange. Hier unten ist das Schlangenparadies. Und ein bisschen Müll. Okay. Es gibt hier eine Schlange. Solange es hier gleich keinen Teddybär gibt. Muss repariert werden. Okay, Steine haben wir, ja. Okay, ich sollte mal meine Waffen nachladen. Okay, eigentlich sind sie nachgeladen. Passt, glaube ich, nur 9 rein, ne? Ja. Ich glaube, verlaufen kann man sich hier gar nicht, weil ich glaube, immer kommt man an diesen Ausgängen aus. Hallo? Wird er durchgehen, oder? Was stimmt denn mit dir nicht? Das hatte ich? Nö. Nee, stimmt, ich bin da oben rechts reingegangen, ne? Oder bin ich da reingegangen? Auf jeden Fall müssen wir hier weiter. Wir müssen hier weiter. Was erwartet uns denn dahinter? Okay, einen Bären haben wir schon mal nicht. Okay, aber sie brechen hier gerade alle ein. Könnt ihr mich in Ruhe lassen? Hallo? Das geht so nicht. Ist er tot? Nee, aber jetzt. Und jetzt kommen sie alle, ne? Aber cool gemacht, so dass man das eigentlich fast gar nicht sieht dahinter. Es hört sich doch an, als ob sie von hier kommen. Oh, hä? Da lang. Aber wir brauchen ja auch Holz, also nehme ich hier Holz mit. Ja, so einen Steinblock habe ich noch nicht gesehen. Bücher? Auf dem Boden? Das ist, glaube ich, nur Stoff, ne? Ja. Das ist nur Stoff. Was gibt's hier? Auch nichts Spannendes hier. Ein Rucksack. Ist was Schönes. Sachen zum Verkaufen auf jeden Fall. Zombie-Mombies nochmal looten. Der hat Geld mit, das ist sehr gut. Geld ist immer gut. Oh, hier sind Steine. Können wir auch hier die Hacke nehmen. hier kommen wir nur oben rein. Aber hier ist ja auch nichts, ne? Außer der Zombie. Nö. Ich so Zementmixer. Die habe ich auch noch nicht. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Da habe ich alles. So, dann gehen wir mal nach oben. Knüppel in die Hand. Ist hier was? Ja, weiß man ja immer nicht, ne? Weiß man ja immer nicht. Wo kloppt denn hier einer gegen? Da. Ah, nee. Okay, wir gucken jetzt hier erstmal in der Küche. Alles nach und nach. Alles nach und nach. Wunderbar. Okay, Essen, Trinken ist auch immer gut. Auch wenn es irgendwie immer vergammelt. Aber hey. Jetzt noch ein bisschen Holz. Irgendwo ist er doch gleich durch. Aber wenn er hier durch ist,
Muss er da ja erstmal noch weiter lang. Okay, was gibt's hier Schönes? Knüppel in die Hand. Hier geht's nach unten. Okay. Noch ein Aktenschrank mit Papier drin. Komm, gib mir Bücher. Ich würde mir Bücher geben, Mann. Ich wollte auf Toilette gehen, ne? Schaffe ich das hier rüber zu hüpfen? Nur so. Hier gibt es eine Toilette auf jeden Fall. Die benutzen wir jetzt auch mal. Wo wir nachher wieder keine finden. Klopapier müssen wir eigentlich auch mal wieder herstellen. Toilettenpapier heißt es ja hier. Dafür brauchen wir trübes Wasser. Und Pflanzenfasern. Okay. Ja, ich habe mir gerade den Arschi abgewischt. So, und jetzt greifen wir nochmal da rein. Trübes Wasser, sehr gut. Gut, dann machen wir auf jeden Fall schon mal auf Toilette. Gehen wir mal nach oben. Gut, da können wir jetzt was essen. Erstmal. Hat er es geschafft, da durchzukommen, ja? Hat er es schön gemacht. Ich bin stolz auf ihn. Red Tea trinken. Hast du, aber hoffentlich hast du was Schönes für uns. Nein. Gut. Ich hätte gerne den Hauptblut. Ich hätte gerne den Hauptblut. Dead. Tot. Nee, wir haben es tatsächlich bis jetzt noch überlebt. Okay. Big Mama. Ja, und jetzt sind auch die auf der anderen Seite aufgewacht. Okay. Cool. Na? Komm schon. Okay, bisschen zu viel gefeiert, dass ihr irgendwie die Orientierung verloren habt, oder geht das noch so gerade? Okay. Da kommt noch eine. Sie hat den Weg gefunden, ja? Sehr schön. Ich bin stolz auf sie. Ich bin stolz auf sie. Gut, wir dürfen jetzt nur nicht. Es ist halt Tag 7. Wir dürfen jetzt nur nicht die Zeit aus den Augen verlieren. Das wäre halt sehr scheiße. Okay, hier gibt es nichts mehr. Dich gibt es hier aber noch. Honig? Nee. Ein Antibiotika ist mir ein bisschen zu schade für 5% Verseuchung. Kommen doch gleich noch welche runter, oder? Wenn ich hier durch bin? Nein? Achso, die habe ich schon aufgeweckt. Okay. Na gut. Kam schon gute Muni. Ja, Schotti Muni ist nice. Auf jeden Fall besser als meine. Raus damit. Reparieren. Verändern. Rein damit. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen was zum Verkaufen. Ja, wir haben schon ein bisschen was zu verkaufen. Das ist schon. Guck mal, wir gucken erstmal nach hier oben. Aber hier gibt es wahrscheinlich nichts, ne? Es ist einfach nur so. Alles Klärchen. Dann Working Stiff Tool Kiste öffnen. Nicht zu weit. Okay, eine Schaufel. Eine Viererschaufel. 12, 14. Gut. Die ist auch schon mal besser. Ui. Penne-Eintopf, Pilze.
Was braucht man jetzt nochmal? Ach, diese Krafttabletten. Ne? Dafür müssen wir einen Teddybären töten, ne? War das nicht so? Ja. Das haben wir. 300 Nitrat, das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein, aber Techtosteron von einem kleinen Teddybär brauchen wir noch. Gut. Können wir mitnehmen. Gibt es hier noch was Schönes? Ja. 1000. Das geht ja noch. Okay, das daneben hat 5000. Wunderbar. Okay. Ist es hier noch was Schönes drin? Ui. Hi. Wo kommt ihr jetzt alle her? Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Oh, immer dieses vor der Horde, nach der Horde, ne? Oh, ich hasse sie. Nimm mal Vitamintabletten. Ich will nur meine Muni nicht verballern. Die kommen immer irgendwie vor der Horde, ne? Ich glaub das nicht. Mann, 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 Mann. Immer wollt ihr mich ärgern, ihr kleinen Mumbi-Schmumbis, ne? Immer wollt ihr mich hier ärgern. Und ich hab den Dead by Daylight. Ne, nicht Dead. Den Skill nicht drin, dass ich halt, wenn ich auf den Kopf schlag, dass die sofort tot sind. Wollte gerade Dead by Daylight sagen, aber das ist es ja gar nicht. Walking Dead Modus. Naja, dann ist jetzt hier wenigstens noch mal ein bisschen Action. Wenn wir sterben, ist nicht so schlimm, weil wir haben ja wir haben die Mission, haben wir ja geschafft. Die Quest. Ich frage mich auch, woher ihr immer wisst, wo ich bin. Ihr lauft doch nicht immer einfach hier vorbei und sagt so, oh, da. Wir haben sie gefunden. Ist ja hier auch schon wieder voll das Massaker, ne? Oh Mann. Und du jetzt auch noch. Ja, haben wir es geschafft? Sehr schön. Und ich hoffe mal, ihr habt hier alle guten Stuff mit. Sonst braucht ihr das hier nicht nochmal zu tun. So ein Stahlknüppel, wenn hier irgendein Zombie mal einen Stahlknüppel mit hätte oder so. Aber ich glaube, da kann ich lange drauf warten. Voll das Zombie-Massenvernichtung hier. Gammelbrot. Oh, braucht man ja auch. Das Gammelbrot braucht man ja auch. Habe ich da jetzt reingeguckt? Ja. Okay. Was gab's hier? Nur ein bisschen Cobblestone. Kein Problem, nehmen wir trotzdem mit. Cobblestone brauchen wir. Brauchen irgendwie alles. Wir brauchen alles. So, gibt es hier vorne noch was Schönes? Boah, ich habe mir auch das Bein schon wieder gebrochen und so, ne? Das können wir nicht machen. Jucker. Jucker. Jucker, Jucker, Jucker. Und es wird dunkel. Schweinchen gibt es ja hier nicht, ne? So, vorne muss unser Fahrrad sein. Womit wir jetzt auch nicht so unbedingt schnell unterwegs sind, aber ein bisschen schneller vielleicht. Boah.
Bringt das hier irgendwas? Weiß nicht, ich stopfe mir jetzt hier erstmal alles rein. Oh, 500 Geld haben wir. Das hier können wir noch lesen. Auch wenn ich das wahrscheinlich niemals benutzen werde. Das nehmen wir mal. Einfach nur mal so zum Testen. Okay, dann haben wir noch ein paar Sachen, die wir beim Handy verkaufen können. Da lang. Dor lang. Soweit war das ja vom Händler gar nicht weg, ne? Ja. Ich weiß, du hast dir dein Bein verschürft. Haben wir nicht hier... Ja, muss ich gleich mal gucken, ob ich das damit nehmen kann. Ob wir das benutzen können? Nee, okay. Manchmal kann man ja, wenn man eine Schürfwunde hat oder so, können wir das ja mit dem Nähset machen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, ich bin einfach so langsam, ne? Weil ich auch einfach alles habe. Eine Eisenschaufel. Ne, wir nehmen lieber Verbandskästen. Die Horde steht ja vor der Tür. Du kannst das hier haben, das hier, das hier, das da, das da. Das willst du nicht, ne? Das kannst du haben, das. Das. Das, das, das. Geld nimmst du ja immer. Die Bücher kannst du haben. Das hier kannst du alles haben. Die Sonnenbrille kannst du haben. Okay, das. Hier sind noch ein paar Osis. Die will er nicht. Gut, willst du das noch haben? Nein. Okay, das können wir dann hier mal scrappen. Scrappen, 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 scrappen. Scrappen, scrappen, raus. Rezepte. Na, Aloe Vera Blatt, okay. Ich hab Durst. Alles klärchen. So, darf ich dein Inventar sehen? Er hatte Reset. Okay, dann gucken wir doch mal Schönes, was er für uns hat, was wir gebrauchen könnten. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, Betonmischung. Honig nehmen wir mit. Haben wir noch Geld? Ja. Nägel, Clownhammer brauche ich nicht. Und das sind Sachen, die wir verkauft haben. Rezept für Antibiotika könnte ich kaufen. Motorradlenkrad. 9000. Wir kaufen das hier nochmal. Und das kann ich mir dann nicht mehr kaufen. Das lesen wir hier mal. Dämmerungsdieb. Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die Nachteule sieht alles. Erhalte nachts 5% mehr EP durch Kills. Ja. Gut, dann können wir mal den Honig benutzen gleich. Ja. Gut, was hast du denn noch hier? Machen wir mal abholen. Ja, mein Darm ist leer, das weiß ich. Gut, dann habe ich ja jetzt ein bisschen Zement noch. Dann würde ich sagen, ich fahre zur Horde und werte da nochmal. Ne, erstmal bei zu Hause vorbei. Dann werten wir nochmal zusammen ein bisschen da auf. An der Hordenfalle. Auf jeden Fall, dass halt vorne das so ein bisschen verstärkt ist. Bedingstet ist, ja, verstärkt ist. Huch. Stück nach rechts, super. Hier komme ich nicht durch. Cool. Einsammeln. Und wir hüpfen hier einfach mal rüber. Und wir können da nicht rüber. Natürlich nicht. Wieso auch? Gut, so, Fahrrad wieder raus.
Ab nach unten und let's go. Vorsichtig, dass wir jetzt hier nicht Verseuchung kriegen. Oh. Ui. Das war aber knapp. Das wäre aber ein bisschen knapp. Ja, Munition haben wir ja eigentlich gut für die Horde. Vorne ist die Quest. 300 Meter ist unsere Falle. Auf jeden Fall brauchen wir Steine. Ich muss mal irgendwie hier darauf achten, dass wir hier irgendwie Steine mitnehmen. Auf jeden Fall, wenn die so eine Stein, diese Steinblöcke, die man auf Baustellen immer hat, diese, wisst ihr, welche ich meine? Aber 500, ja, ich glaube, das sind immer 10, ne? Wir müssen einmal nach Hause. Wir müssen einmal den Zement holen. Okay, und ich muss mich mal entleeren. Gut. Hier. Der Zement kann man da rein. Das hier kann man einschmelzen. Das auch. Ist noch Lehm. Steine brauche ich ja hierfür. Kann er da auf jeden Fall ein bisschen Betonmischung machen. Nicht viel, aber immerhin. Schmelzen. Waffen, Werkzeugteile, das. Nein. Waffen und Werkzeug. Okay, Werkzeugteile, das hier. Mods. Pinsel. Würde ich mal zu Waffen und Werkzeuge mit tun. Und das kann man zum Schmelzen. Okay. So, dann. Da können wir auch zu Fuß rüberlaufen. So weit ist denn das ja nicht. In. In diese Richtung. Hier vorne ist sie ja auch schon. Clownhammer. Vielleicht kriegen wir ja dann auch noch die Seiten da fertig. 10, 20, 30, 40. Wie viel Kabelstone haben wir denn? Müsste eigentlich klappen. Dass wir auf jeden Fall das hier noch verstärkt bekommen. Und hopp. Das habe ich nämlich tatsächlich, warum auch immer, irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ist aber auch die einzigste Seite, die wir. Und die hier. Also das sind die beiden Seiten, die ich irgendwie vergessen habe. Ja, das muss noch klappen. Sind ja nur noch diese drei hier. Gut, okay. Wie viel Beton haben wir? 1000. Halt, macht das Sinn, das hier zu verstärken? So, wie viel geht davon weg? 10. Verstärke einfach erstmal die Treppe. So. Dann das hier auf jeden Fall. Es wird ja noch nicht so großartig was passieren. Aber für den Fall, dass doch was passiert. Okay, dann hier rum. Auf jeden Fall. Hier die Ecke. Okay. So würde ich sagen, müsste erstmal reichen. So, dann hier noch. Ja, das Problem ist halt so viel.
Beton hat man jetzt ja auch nicht. Wir hatten doch schon einen anderen Händler, oder? Klar, das lohnt sich jetzt nicht, da hinzufahren. Ja, hier, ne? Da ist ein Händler. Pop and Pills, Crack a Book. Und hier ist noch irgendwie was Undefinierbares. Wo wir auch noch mal rein wollten. Aber mit dem Fahrrad ist es halt so eine Sache irgendwie und das dauert halt ewig. Ich habe Hunger, ja. Wie im echten Leben. Alles klärchen. Gut, wir haben drei Fähigkeitspunkte. Sollten wir das hier von innen verstärken? Wahrscheinlich. Einfach aus Sicherheit, oder? Ist eventuell besser. So kriegen wir das hier noch hin. Ja. Hier oben werde ich eine Klappe hinmachen. Hier. Ich werde das abbauen und da oben eine Klappe hinmachen. Das hier auch nochmal. Hier werden sie wahrscheinlich gegenklopfen, wenn sie gegenklopfen, ne? Ich könnte auch noch mal zu Hause tatsächlich Spikes ansetzen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür brauchen. Ah, wir müssen ja auch die andere Seite dann noch machen. Oh, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das müsste eigentlich noch reichen. Ja, Bergbaufähigkeiten erhöht, sehr schön. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall. Dann mache ich das hier noch mal. So, das war's. Okay. Alles klar, ihr Lieben. So, ich gehe jetzt noch mal schnell nach Hause. Ja, so muss das erstmal funktionieren. Würde ich sagen. Die Schwachstellen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mein tolles Planschbecken. Ja, wir müssen auch noch Pflanzenfasern sammeln für. Für. Den können wir futtern. Dann gibt es ja nämlich 60, glaube ich. Pflanzenfasern für unser Klopapier. Hier müssen wir eigentlich Spikes machen können, ne? Spikes. Die hier. Wo müssen wir die denn machen? Oh, wir haben ja noch ein Mini-Motorrad gemacht. Stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Oh! Ha! Lol. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Mini-Motorrad. Benzin ist eingesteckt. Das sind Pilze, die wir essen können, ne? Pilze, die wir essen können. Kann ich da. Können wir Radivin mitmachen? Haben aber nicht so viele von Pilzsporen. Dafür brauchen wir Lehm. Okay. Okay, wieso brauchen wir dafür Lehm? Pilzsamen, ja, die können wir dann nämlich auch anpflanzen. So. Bisschen oben an die Decke. Ach, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber die Spikes müssen wir wahrscheinlich an einer erweiterten Werkbank machen, oder? Können wir die schon? Erweiterte Werkbank. Ja.
Brauchen wir mal 80 Stahl. Das werden wir wohl nicht haben. Nein. Dafür brauchen wir ein, wie heißt denn das? Blasebalg, ne? Nee, Schmelztiegel. Schmelztiegel können wir noch nicht. Gut. Fortgeschrittener Ingenieur. Ganz unten wahrscheinlich. Glücklicher Sammler, kommen wir noch nicht weiter. Okay. Werkbänke freischalten. Müssen wir auf Level 8. Gut. Aber wenn wir hier auf Level 10 und so sind, dann kommen wir ja hier überall eigentlich auch schneller weiter. Ja, Küchengeräte, bis wir hier unten sind, dauert ja auch noch. Landwirtschaft, Hühnerkäfig, ja, müssen wir auch noch mal gucken. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Autowerkbank und dann Waffenwerkbank. Kebabstand. Kebab. 20 mal Eisen haben wir auch noch nicht. Okay. Gut, ihr Lieben. Dann war es das erstmal. Dann lassen wir das mit den Spikes. Spikes kann ich, glaube ich, auch so einfach herstellen, ne? Die hier. Wir lassen das erstmal. Das ist ein Auto, ne? Ja. Gut, wir lassen das erstmal und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, macht's gut. Bis dann. Adios.